Fallen dazu Pflichtfrage Nummer 1. Besitzen Sie die Befähigung zum Richteramt, ja oder nein? Ja, besitze ich. Sie besitzen die liegen Unvereinbarkeiten im Sinne des § 2, 3 Absatz 2 der Schiedsgerichtsordnung vor? Nein, liegen nicht vor. Gut. Dann haben Sie ab jetzt 5 Minuten Zeit zur Vorstellung. Bitte, Sie haben das Wort. Liebe Parteifreunde, heute stelle ich mich zur Wiederwahl für das Bundesschiedsgericht. Seit nunmehr 2 Jahren arbeite ich ehrenamtlich als Bundesschiedsrichter für unsere Partei, derzeit als Vorsitzender der Dritten Kammer. Zusammen mit kompetenten Kollegen versuche ich unentwegt, der Rechtssicherheit und dem Rechtsfrieden in unserer Partei zu dienen. Das Verfahrensaufkommen hat in den letzten Jahren leider nicht abgenommen. Ich kann 27 erledigte Verfahren in dieser Zeit vorweisen. Ein Ergebnis, mit dem ich zufrieden bin, auch wenn es immer noch ausbaufähig ist. Gerne würde ich diese wichtige Arbeit fortführen. Die Bedeutung eines funktionsfähigen Bundesschiedsgerichts und der Landesschiedsgerichte darf von uns nicht unterschätzt werden. Häufig mussten wir in den vergangenen Jahren Notschiedsgerichte ernennen. Auch die Zahl unserer Richter sank und sämtliche Ersatzschiedsrichter kamen zum Einsatz. Es wird immer schwerer, kompetente Juristen in unserer Partei zu finden, welche sich nicht zeitgleich in Vorständen der Partei oder einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis zu dieser befinden. Auch macht man sich als Schiedsrichter nicht immer nur Freunde in der Partei, denn selbstredend sorgen schwer umkämpfte Entscheidungen immer dafür, dass die eine Seite obsiegt und die andere verliert. Nicht jeder macht diesen Job gerne, viele Richter werfen leider oft vorzeitig das Handtuch. Ich bringe glücklicherweise die erforderlichen Anforderungen mit als Mandatsträger im Abgeordnetenhaus von Berlin. Sowie selbstständiger Rechtsanwalt ist es mir möglich, unabhängig von einem Vorstandsamt in der Partei tätig zu sein. Für unsere Partei durfte ich als Rechtsanwalt bereits einige Erfolge einfahren, sei es das Einklagen von Räumlichkeiten oder vor dem Bundesverfassungsgericht wegen des Verstoßes gegen das staatliche Neutralitätsgebot durch die damalige Bundesbildungsministerin Wanka. Ich bin ruhig und ausgleichend, versuche stets den Verfahrensbeteiligten mit Respekt zu begegnen und auf ihre Vorträge mit rechtlichen Sachargumenten einzugehen und wenn es denn möglich ist, eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen, aber am Ende dann auch zu entscheiden. Besonders erfreut bin ich, dass mir bisher keine Entscheidungen unserer Kammern bekannt geworden sind, welche aufgrund schwerwiegender Rechtsfehler durch die staatlichen Gerichte wieder aufgehoben wurden. Wir dürfen nicht dem Irrglauben erliegen, dass staatliche Gerichte besser wissen und besser über das Wesen unserer Partei Bescheid wissen als wir selbst. Auch wenn der Eindruck manchmal ein anderer ist, Parteiausschlussverfahren stellen nicht die Hauptzahl der Verfahren am Bundesschiedsgericht dar. Dennoch sind gerade diese Verfahren in unserer Partei stets hochpolitisiert und oft im Fokus der medialen Berichterstattung. Zahlenmäßig sind sie aber gemessen an unserer Mitgliederzahl von über 30.000 überschaubar. Diese Sachverhalte sind auch ungeeignet, um auf Parteitagen cora publicum ausgetragen zu werden. Dafür sind Parteitage nicht gedacht. Hier kommt es auf unsere inhaltliche Positionierung an, auf Wahlen für unsere Parteigremien und unser Außenbild für den Wähler. Und diese Verfahren gehören deswegen vor die Bundesschiedsgerichte. Und hier ist es auch unsere Aufgabe, Geschlossenheit zu zeigen. Die Partei hat viele Feinde, sei es der politische Gegner, ein Großteil der Medien, seien es sogar staatliche Behörden wie der Verfassungsschutz, welcher oft politisch instrumentalisiert wird, um rechtswidrig unsere Partei zum Prüffall zu erklären oder ständig mit dem Damoklesschwert der Beobachtung zu drohen. Auch hier stellt ein arbeitsames Schiedsgericht ein wichtiges Abwehrschild an vorderster Linie dar. Denn verfügen wir über keine geeigneten Abwehrmechanismen, die eine Beobachtung zumindest unwahrscheinlicher oder schwerer begründbar gestalten, liefern wir den Gegnern unserer Partei genau die Munition, auf die sie warten. Lasst uns selbst die roten Linien in unserer Partei definieren. Gebt nicht dem Verfassungsschutz oder dem Altparteienkartell die Macht, diese Linien für uns zu bestimmen. Also stärken wir unsere Schiedsgerichte. Ich stehe erneut bereit und bitte um euer Vertrauen und um eure Stimme. Vielen herzlichen Dank.